Ja, wir haben jetzt hier ein Elektroauto. Und das Elektroauto soll ein Carsharing-Auto werden. Ei, wie funktioniert denn Carsharing? Also Car von Cars, ne, von Auto, und Sharing von Teilen. Das heißt, wir wollen das Auto teilen. Und zwar mit ganz vielen Leuten. Sinn macht das, wenn man so 10 bis 15 Leute ist. Und hier habe ich jetzt mal ein paar von denen hier aufgeführt. Dann könnte das zum Beispiel so aussehen. Die ganzen Parteien, die hier mit beteiligt sind, die geben eins von ihren privaten Autos wieder ab. Also das Drittauto oder das Zweitauto oder ganz mutige vielleicht auch ihr einziges Auto und greifen dann auf dieses Carsharing-Auto zu. Und dann könnte die Woche so aussehen. Hier habe ich jetzt mal einen, der muss montags morgens zum Arzt. Der ist vielleicht Rentner und fährt damit zum Arzt und kommt wieder zurück. Und dann steht das Auto wieder an seiner Station, zum Beispiel hier bei uns in Alzenbach. Und dann kommt am Nachmittag jemand und fährt mit seinem Kind damit zum, also nach Corona dann wieder, ne, fährt mit seinem Kind damit zum Sport an eine Stelle, mit der man mit dem ÖPNV, mit Bus oder Bahn nicht hinkommt. Dann haben die das Montagnachmittag ausgeliehen. Und das haben die alles schön über so eine Online-App gemacht und waren dann auch über die App schon abgesichert, dass das Auto auf jeden Fall wieder aufgeladen hat, damit die nicht ein halbleeres Auto dann kriegen für ihre Fahrt zum Sport. Und ja, dann kommen an den anderen Tagen andere Leute. Hier ist zum Beispiel mal einer, der will dienstags zum Baumarkt, braucht dafür einen größeren Kofferraum und fährt dann hier zum Baumarkt, holt seine Sachen und stellt das Auto wieder ab. Und dann muss einer, ich springe jetzt mal einfach auf Freitag, da ist jetzt ein Single, der möchte gerne freitagsabends tanzen gehen. Wir stellen uns natürlich vor, es wäre alles schon kein Corona mehr. Der geht also tanzen und nimmt das Auto mit und stellt das danach wieder ab. Und am Wochenende gibt es noch jemand, der macht seinen Großeinkauf bei irgendeinem Supermarkt, um für die Woche genug Zeug zu haben, weil die in der Woche ja sonst berufstätig sind. Und dann nachmittags gibt es noch irgendeine Familie, welche haben noch nicht mitgespielt, die vielleicht, die wollen dann nachmittags zum Schwimmbad fahren, einen Ausflug machen, vielleicht mit Papa, so machen einen Familienausflug im Schwimmbad. Oder aber sonntags hat es dann plötzlich geschneit und die fahren hoch zum Hüppelröttchen, zum Wanderparkplatz und wollen da oben Schlitten fahren. Und dann ist die Woche rum. Und zwar haben richtig viele Leute das Auto genutzt. Und insgesamt haben wir 10 bis 15 Autos weniger, dafür ein Elektroauto mehr.